Ja, die heutige Mittagsausgabe. Ja, erstes Thema. Ja, die Crash-Propheten sind das gleiche wie die Medizinpropheten. Es geht um Gefährlichkeitsüberschätzung. Ja, also in der Marktwirtschaft. Ja, hier haben wir einen Wirtschaftsberater, einen Versicherungsvertreter, einen Früharzt und alle übertreiben sie nicht. Wir haben die Bedingungen der freien oder Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, also Marktwirtschaft in egal welcher Variante oder egal mit welchem Kosewort versehen, haben wir Markt. Im Sinne von Dr. Markus Krall, dem Chefideologen mit seiner bürgerlichen Revolution, Religion hätte ich schon beinahe gesagt, ist eigentlich das gleiche, bürgerliche Religion und bürgerliche Revolution. Und jetzt passiert einfach Folgendes. Der hier erzeugt sich keine Extrakunden. Er macht den Leuten ja keine Angst. Diese drei machen ja keine Gefährlichkeitsüberschätzung. Und jetzt kommen dann irgendwann mutiert das Ganze, Mutation und Selektion, Naturgesetz dieses Universums, noch wichtiger, viel wichtiger als das Naturgesetz der Gravitation von Sir Isaac Newton. Dieses Naturgesetz bewirkt, dass sich irgendwie, dass ein Früharzt, ein Frühwirtschaftler und ein Frühversicherungsvertreter sich irren müssen. Und die sagen jetzt, nein, das alles hier, alles ist so schrecklich gefährlich. Ja, also die Viren sind extrem gefährlich, die Mikroben sind extrem gefährlich, ja. Und deswegen müsst ihr meine medizinischen Maßnahmen kaufen. Und der andere sagt, na ja, also auch jetzt kommt ein ganz gefährlicher Crash, kommt jetzt ein ganz gefährlicher Crash. Und deswegen müsst ihr entweder, wenn ich in Gold interessiert bin, wie Dr. Markus Krall, dann müsst ihr jetzt mein Gold kaufen oder ihr müsst meinen Fonds kaufen oder irgendwas oder meine Bücher kaufen, ja, denn es ist ja alles so gefährlich. Und liebe Journalisten, ihr steht doch auf Sensationen und Gefahrenmeldung, ladet mich ein und so weiter. Und dann geht es weiter und der Versicherungsvertreter sagt, ja, das Leben ist so wahnsinnig gefährlich, wenn Sie nicht sofort meine Versicherung kaufen, sind Sie ja ungeschützt und so weiter. Also Marktwirtschaft produziert immer gewinnbringende Irrtümer im Sinne einer Gefährlichkeitsübertreibung und Gefährlichkeitsüberschätzung. Und das Entscheidende ist, die Leute glauben das auch wirklich selber. Und daraus werden ihre Nachfahren, sie können erstens hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren. Also aus ihnen werden immer erfolgreiche Großfamilien. Und die tragen natürlich nicht nur diesen gewinnbringenden Irrtum, sondern da sammeln sich mit der Zeit immer weitere gewinnbringende Irrtümer an. Deswegen ist Marktwirtschaft ein Selbstmordsystem. Ja, natürlich gibt es noch was Schlimmeres: Stalinismus, Maoismus, Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, Pseudoplanwirtschaft sind natürlich noch schlimmer als Marktwirtschaft. Aber warum sollen wir in der Marktwirtschaft leben? Sozusagen nur, weil es noch etwas Schlimmeres gibt als Marktwirtschaft, ja? Also, und die Lösung sage ich auch ganz kurz, wo ist es? Vielleicht hier, wo haben wir denn hier was? Hier haben wir die drei Alleinstellungsmerkmale der Next Scientist for Future.de. Ja, und eines der ersten Angebote von Hunderten von Vorschlägen könnte das Stellen dieser Fragen sein. Würde eine zusätzliche Wohlfühlstimme, Wohlfühlnote als neue zusätzliche Wahlstimme die ganze Welt revolutionieren? Könnte sie die Kehrtwende der Menschheit zum Positiven bedeuten? Ja, also plötzlich würde dann
Also eine echte gute Planwirtschaft steht dann plötzlich über dem Markt. Ja? Das bedeutet nicht, dass man jetzt Markt- und Leistungselemente verteufelt, wie diese ganzen naiven Marxisten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern wir legen nur ein planwirtschaftliches, vernünftiges Dach über alles Geschehen, sodass hier diejenigen, die sich irren, ja, dass die dann, da werden dann die Wohlfühlstimmen der Kunden gemessen und dazu noch die Gesundheitsdaten damit reingerechnet, sodass diese Leute, die ja uns allen Schaden zufügen, ja, durch ihre Irrtümer erzeugen immer Schädigungen bei uns, ja, dass die eben entweder umdenken müssen, und sie kriegen ja kostenlos den Unterricht von den Next Scientists for Future.de, oder sie verschwinden vom Markt, weil sie nämlich dann dahin gerückt werden, nämlich in die Aussterbensposition. Hier nach dem Urenkel muss der Laden geschlossen werden. Ja? Und die mit den wahrhaftigen Gedanken, die rücken hierhin, weil sie nämlich die Wohlfühlstimmen ihrer Kunden eben nicht beschädigen, sozusagen, sondern das Wohlbefinden der Menschen steigern. Und die sozusagen werden dann die vielen Kinder und Enkel und Urenkel sozusagen ausbreiten, sozusagen. Und dann haben wir schon mal ein Kernelement der Schlechtigkeit der Marktwirtschaft. Also wir haben dann einfach ein neues System und das heißt dann nicht mehr Marktwirtschaft, sondern das ist dann eine ideal urmatriarchale, urkommunistisch, also echt urkommunistisch, echt ursozialistisch, echt planwirtschaftlich, ideal planwirtschaftliche Gesellschaftsordnung, aber ohne irgendwelche der negativen Aspekte, wie man vom Stalinismus und vom Honeckerismus und vom Maoismus kennt. Also natürlich will man nicht die schlechteste Variante machen, sondern die viel bessere als diese beiden schrecklichen Systeme. Wir hatten halt bis jetzt nur in den letzten 400.000 Jahren nur zwei schreckliche Systeme. Stalinismus und Marktradikalismus. Ja? Schluckwasser. Ja, der Thilo Bode von Footwatch, da war wieder eine Sendung, ja, bei Fridays for Future, ja, Fridays for Future solle die Machtfrage thematisieren, ja, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, die sollten die Machtfrage thematisieren. Sein Thema ist ja seines Buches, das er verkaufen will, ist ja Diktatur der Konzerne, ja. Das ist aber wieder nur gegen. Also ja, wenn der Thilo Bode mit den Milliardärskönigen, mit unseren geliebten Milliardärskönigen sprechen will, dann kann das ja nicht anders laufen hier so als, ja, der Thilo Bode kommt zu den Milliardärskönigen und sagt, liebe Milliardärskönige, es interessiert mich nicht, dass ihr machtsüchtig und geldsüchtig und akkumulationssüchtig seid und warum ihr das geworden seid. Ich will euch auch nicht helfen, aus dieser Sucht rauszunehmen. Ich will euch einfach nur eure Macht nehmen. Und dann antwortet der Milliardärskönig, ja, ist ja nett, dass sie mir so ein Angebot machen, aber da ich die Welt beherrsche und nicht sie, interessiert mich das nicht. Dankeschön, dass sie mir das Angebot machen, aber es interessiert mich nicht, das ist für mich kein Gewinn meines Lebens, wenn sie mir einfach nur meine Macht nehmen wollen, ja. Und während die Next Scientists for Future.de sagen, ja, lieber Milliardärskönig, wir wollen Ihnen und Ihren
Kindern und Enkelkindern und so weiter. 127 Jahre kerngesundes Leben schenken mit einer 20-fach erhöhten Lebensqualität. Deswegen bitte lassen Sie uns kooperieren. Und außerdem wollen wir ihn weder im Moment, wir wissen, dass sie machtsüchtig werden mussten und Geld- und Akkumulationssüchtig. Wir wollen ihn ganz bewusst, genauso wie wir einem Heroinsüchtigen nicht einfach mit Gewalt sein Heroin entreißen wollen, wir werden ihnen weder ihr Geld wegnehmen, noch ihre Macht, noch irgendetwas, sondern wenn dann in einem Heilungsprozess unserer ganzen Welt Sie anfangen wieder ihr Geld zu verschenken an vielleicht eine Kommune, in der Sie dann freiwillig gerne leben möchten, weil die Lebensqualität so viel höher ist, dann Sie entscheiden alleine, wann Sie, also so wie man, also wenn man richtig Sucht beheben will, dann muss man dem Raucher und dem sonstigen Süchtigen muss man so viel Glück in sein Leben reingeben, dass er die Droge liegen lässt. Und wenn Sie dann Ihre Drogen, Macht, Geld und Akkumulationssucht, wenn Sie dann Ihre Suchtmittel liegen lassen und wieder verschenken und so weiter, wie das früher da war, wie es die Bonobos uns heute noch vormachen, als die einzige urkommunistisch, urmatriarchale, ursozialistische Lebensform der Erde im Moment, die uns das vormachen, ja, dann ist das alles auf Freiwilligkeit. Ja, und dann antwortet der Milliardärskönig, ja, das ist ja, Sie wollen mir ja nichts wegnehmen, Sie wollen mir ja nur was dazugeben und ich entscheide ja dann immer freiwillig selbst, ob ich vielleicht mein Geld verschenke. Das klingt doch gut, darüber können wir doch mal verhandeln. Ja, und jetzt muss nur noch dieser Kontakt hergestellt werden, ne? So, Schluck Wasser. Sie merken es, ich bin in meiner Vormittagsdurchwässerung. also das heißt, Fridays for Future lädt sich immer wieder nur diesen ganzen linksextremistischen Müll ein, der chancenlos ist, und Fridays for Future, also offensichtlich sind die selbst so linksradikal und gehören dieser linksradikalen Sekte so vollständig mittlerweile an, da kommt inhaltlich nichts mehr. Ne? Das ist auch immer alles so stinklangweilig, was die bringen, ne? Weil da nichts gesagt wird, weil sie völlig konzeptlos sind und einfach einziges Konzept, ja, Milliardärskönige, wir nehmen euch eure Macht weg und so weiter. Da lacht der Milliardärskönig und sagt, ach ihr Winzlinge, wir sind die Herrscher, nicht ihr. Wir sind über 2000 Milliardäre auf der Erde und wir haben das Sagen. Ja? Die Masse der Menschen macht das, was wir wollen. Ja, und deswegen muss man doch liebevoll mit den Milliardärskönigen sprechen und muss ihnen doch etwas geben, eine bessere Lebensform schenken, ja, und nicht gegen sie sein. Das ist so verrückt. Also, aber diese Linkssektierer, ja, diese Linkssektenspinner sind genauso verrückt wie die Rechtssektenspinner, ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Söder, der bayerische Ministerpräsident, der hat also irgendwie gespürt, ja, dass die Stimmung, der spürt so mittlerweile, dass die Stimmung gegen diese Lockdowner jetzt so langsam kippt, weil langsam durchsickert, dass es sich um eine Gefährlichkeitsübertreibung des marktwirtschaftlichen Geschäftes Medizin und Pharma handelt, ja. Also ich verweise auf unsere gestrigen Talk mit einem Herrn Professor Wallach, der nochmal ganz deutlich gesagt hat, hier ist die Gefährlichkeitsübertreibung. Leider hatten wir ein bisschen wenig Zeit dazu zu erklären, wie dann eben die Lösung aussieht. Also ein Modell wäre halt die Wohlfühlstimme, die eben dann dazu führt, automatisch dazu führt, dass wir sozusagen
solche Angriffe der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie auf unser Leben nicht mehr bekommen. Aber das ist eben genauso, wie Sarah Wagenknecht richtig sagt, ja, dass der Kapitalismus den Krieg genauso wie die Wolke den Regen in sich trägt, trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Genauso trägt die Marktwirtschaft automatisch immer wieder neue Herrschaftsangriffe der Medizinindustrie und Pharmaindustrie, also finanzielle Selbstbedienungsangriffe auf die Menschheit hin. Und das soll es offensichtlich einhergehen mit dem Bruch des Grundrechts der körperlichen Unversehrtheit. Also ein Verfassungsbruch, dass man also unter dem Vorwande der Heilungsabsicht Körperverletzungen begehen darf, weil man nur über die Körperverletzung an genügend Geld herankommt. Schluck Wasser. Ja, also Söder jetzt im Moment, in der Politik scheint sowieso ausgebrochen zu sein. Rette sich, wer kann, schnell raus, bevor es Prügel gibt dafür, dass wir auf die marktwirtschaftliche Medizinindustrie und ihre gewinnbringenden Irrtümer reingefallen sind. Ja? So, Thilo Jung, der Senders Jung und Naiv, ja, Thilo Jung, Sender Jung und Naiv, ja, der hat wieder eine Marxistin zu Gast, also er ist ja selbst auch, gehört ja vielleicht wahrscheinlich auch in diese Linkssekte, diese Links-Spinner-Sekte linksextremistische, verfassungsfeindliche Sekte. Marxistin, da geht es auch wieder immer nur um eins, also Leistung rauszunehmen. Ja, also das ist, das hört man jetzt öfters, ja. Ja. Ja, wenn man sich mal anschaut, sozusagen, Moment, die Lebensweise und Leistungswettbewerbselemente, ja, wenn man sich also die Bonobos anschaut, ja, dann sieht man, ja, die leben urmatriarchal, die leben urkommunistisch, ursozialistisch. Und trotzdem versucht jeder Mann zum Beispiel, strengt sich an, bis zum gewissen Grade, Fruchtbäume zu finden für die Gruppe, sich nützlich zu machen für die Gruppe. Und alles, was er findet, schenkt er den Frauen und Kindern, um sich beliebt zu machen und dann als Dankeschön, einen noch intensiveren Sex mit den Frauen seiner Kommune zu bekommen und dadurch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Zugangs zu deren Eizellen zu bekommen, also eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu bekommen, der Vater des nächsten Kindes in der Kommune zu werden. Ne? Also so quasi DNS erlaubt möglicherweise niemals mehr als das Ganze pazifistisch, friedlich, gewaltfrei abläuft, aber es bleibt immer ein kleiner Leistungsaspekt drin und ein kleiner Wettbewerbsaspekt und so weiter. Und auch der Markt der Anerkennung und der Sympathien, auch dieses Element gibt es. Und wenn man eine Gesellschaft gestalten will, ganz ohne diese Elemente, dann mag das vielleicht später mal möglich sein, aber solange noch ein kapitalistischer Staat auf der Erde existiert, ein marktwirtschaftlicher Staat, der auch wieder den Krieg in sich trägt, wie die Wolke den Regen in sich trägt, Sarah Wagenknecht, ja? So lange besteht dann die Gefahr, dass es uns geht wie den nordamerikanischen Indianern und vielen anderen auch, dass wir einfach abgeschlachtet werden und erobert werden, solange, wenn wir nicht mit Hochleistungsabwehrraketenriegeln, mit Mini-Raketen, wenn wir nicht alles abfangen können, was uns angreifen will. Also wir müssen Hightech bleiben,
Später, wenn alle nicht marktwirtschaftlich geworden sind, postmarktwirtschaftlich, postkapitalistisch geworden sind, dann kann man mal darüber reden, dass wir natürlich dann auf die menschliche Arbeitszeit von circa 3 Stunden, rund um die 3 Stunden sozusagen, da können wir dann diskutieren, dass wir dann wieder menschlich leben können. Aber im Moment leben wir auch ein Stück weit natürlich unter einem Leistungszwang, denn wenn wir die nordamerikanischen Indianer betrachten, die gemütlich gelebt hatten, die hatten also keine richtige Waffentechnik und dann wurden die halt von den Europäern ganz normal abgeschlachtet. Denken wir an die afrikanischen Sklaven, die jetzt alle Nordamerika bevölkern. Ja, da sind die Europäer und die Amerikaner, das sind ja auch Europäer. Also sind nach Afrika, haben die Leute abgeschlachtet, haben die den Rest als Sklaven mitgenommen und die leben jetzt in Amerika, ne? So, und jetzt kann ich das hier nicht entziffern. U-I-Ma, kommunistisch, sozialistisch. Ah ja, Ur, heißt nicht U-I, da ist der Fehler. Also, ja, Bonobos, urmatriarchal, urkommunistisch, ursozialistische Lebensweise, hat aber eben auch leichte Leistungselemente, Wettbewerbselemente, Marktelemente, ja. Also von daher, also beim Wegnehmen dieser Elemente sollte man also extrem nachdenklich sein und extrem vorsichtig sein. Und die Linksextremisten wollen die einfach streichen. Und das würde bedeuten, Europa total zu ruinieren. Ja? Ja, und dann jetzt eben jetzt auf Schweden umschwenken. Wenn wir jetzt auf, also es wird ja immer gedroht mit der zweiten Welle, ne? Bei Corona. Wenn wir jetzt auf Schweden umschwenken würden, dann würden wir halt jetzt die Wintersterblichkeit etwas verspätet kriegen. Aber wir müssen sie zulassen, sonst kriegen wir nie eine Herdenimmunität. Ja? Also sozusagen, es kann jetzt sein, dass wir sozusagen im Moment, die Schweden dürften durch sein. Also es würde mich wundern, wenn bei den Schweden nochmal was passiert, denn die haben die Durchseuchung zugelassen, haben die Herdenimmunität erreicht sozusagen und da dürfte jetzt eigentlich alles vorbei sein. Ja? Die Leute sind jetzt resistent gegen Corona, sind naturgeimpft sozusagen, viel besser als jede künstliche Impfung. Und bei denen ist alles durch, die werden sich auch nicht mehr impfen lassen und so weiter. Also ja, und wenn wir jetzt einfach, wir müssen jetzt nur sofort den Lockdown beenden und einfach mal zulassen, was dann kommt. Und nur wenn dann wirklich sagen wir mal, nur noch 50 Intensivbetten frei sind, dann können wir ja ruhig nochmal einen brutalen Lockdown machen, ja. Aber das ist auch wieder gefährlich, denn wie gesagt, hier, wie war das? Jeder marktwirtschaftliche Mediziner überschätzt hier immer grundsätzlich die Gefährlichkeit aller Sachen, also packt natürlich jederzeit. Ein normaler marktwirtschaftlicher Arzt, ein durchschnittlicher Arzt, wird immer auch leicht kranke Fälle in die Intensivbetten packen und die dann nach Möglichkeit auch noch beatmen, ja, wobei die Beatmung ja angeblich zu 95% zum Tode führt, ja. Das heißt also, das ist natürlich ein schlechtes Maß eigentlich, ja, mit den nur noch 50 freistehenden Intensivbetten. Aber auf jeden Fall sollten wir jetzt sofort auf Schweden umschwenken und dann einfach, wir müssen einfach gucken, dann was passiert. Und normalerweise hat uns ja Schweden gezeigt, es passiert nicht viel, es kommt eine Wintersterblichkeit, aber das ist halt eben so. Ja, die Leute sterben halt typischerweise dann, wenn ihr Immunsystem eben besonders schwach ist und das ist bei uns halt im Winter. Und
Also, aber die Next Scientist for Future.de sagen natürlich, wie es richtig geht. Wir müssen uns auch im Winter richtig ernähren, Vitamin D zu uns nehmen, um den Sonnenmangel auszugleichen und so weiter. Und dann, wir müssen insgesamt durch die Wohlfühlstimme kriegen wir sozusagen ein Hausarztkommunen mit kostenlosem Angebot, die uns helfen, so einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, dass wir keine Wintersterblichkeit mehr haben. Dann sterben die Leute wieder ganz normal über das Jahr verteilt. Denn wir müssen uns klar sein, auch wenn durch die Next Scientist for Future.de wirklich die meisten Leute 127 alt werden würden, aber sterben würden sie dann trotzdem noch. Ne? Also, ja, also das heißt, Sterben gehört zum Leben. Und jeder Versuch, die Evolution stellt das Sterbealter immer so ein, dass es nützlich ist für die Urenkel. Ja? Sobald es anfängt, dass die Existenz einer Ururgroßmutter für die Existenz eines Urenkels eher schädlich wird, da schaltet dann die Evolution das Sterbealter ein, sozusagen. Also Sterben ist also eine ganz neumodische und ganz wichtige Erfindung der Evolution. Und Sterben muss sein, denn unendlich lebende Urgroßeltern würden ihre Urenkel ruinieren und schädigen. Ja? Schluck Wasser. Ein Beispiel muss genügen, sie würden ja ihnen nichts vererben, sondern sie würden ja ihren Besitz behalten und schon allein der Mangel des Vererbens führt dann dazu, dass die Urenkel geschädigt sind. Ne? Ja, und dann muss ich mich doch mal ein bisschen aufregen über all diese Krawalinskis, die suchen jetzt natürlich immer jede Prügelei mit der Polizei, verprügeln auch Kamerateams und so weiter. Diese Krawalinskis sind unterwegs. Anstatt sich mit der Ursache zu beschäftigen, ist das halt das Dümmste, was man machen kann. Anstatt zu sagen, okay, die Ursache ist eine Gefährlichkeitsüberschätzung. Eine Gefährlichkeitsüberschätzung der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie, also ist die Ursache die Marktwirtschaft, also müssen wir mit den Next Scientists for Future.de, den einzigen, die es können, die Marktwirtschaft beenden. Ja? Christian Felber hat ja wieder eine Sendung gemacht oder hat an einer Sendung teilgenommen mit seiner Gemeinwohlökonomie. Der kann es halt nicht. Ja? Das Gute ist, dass er auch so einen psychologischen Hintergrund hat und Menschen ein bisschen besser versteht und dann ein Gefühl dafür hat, dass wir natürlich eine gemeinwohlorientierte Gesellschafts- und Wirtschaftsform brauchen, aber nicht so eine Stümperei, wie sie die Gemeinwohlökonomie darstellt, sondern die Next Scientist for Future.de können das halt richtig. Ja? Dann haben wir Hans-Georg Maaßen in einer neuen Sendung, der frühere Verfassungsschutzpräsident. Ja? Also, und da er ist eben auch ein Marktnaivling. Er will uns auch wie Dr. Markus Krall noch mehr Markt bringen. Er gehört ja wohl auch der Werteunion an, ja, und will uns auch wieder diesen Horror des Marktes noch verschlimmern, noch mehr Marktwirtschaft, anstatt zu erkennen, dass man zum Beispiel den Autarkiemangel, der sich ja offenbart hat, dass wir den selbstverständlich beenden müssen durch eben eine vernünftige planwirtschaftliche Elemente, wie ich eben gesagt habe, ideale, also statt Stalinismus, Honeckerismus und Maoismus, genau das Gegenteil, ideale, echte, urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistisch und echt planwirtschaftliche Elemente und so weiter. Und das bringt mit Marktelementen, wo es sinnvoll ist, mit Leistungselementen, wo es sinnvoll ist, mit Wettbewerbselementen, wo es sinnvoll ist und so weiter. Und noch einmal der Satz, unsere Leistung im Bau von
Blitz, ultrakleinen Abwehrraketen, die uns schützen gegen mögliche Eroberer. Ja? Mit dieser Leistung dürfen wir erst dann nachlassen, wenn kein marktwirtschaftlicher Staat mehr auf der Erde ist, der uns erobern könnte und abschlachten könnte, wie die nordamerikanischen Indianer, wegen Technologieüberlegenheit. Ne? Wir dürfen also als Europäer nicht zulassen, dass es einen anderen, uns technologisch überlegenen, angriffsfähigen, marktwirtschaftlich kapitalistischen Staat gibt auf der Erde. Ja? Erst wenn es das nicht mehr gibt, dann können wir alle einfach vielleicht auf 3-4 Stunden am Tag Arbeit zurückgehen, ja? Aber erst dann, weil vorher wäre es doch ein bisschen gefährlich, ne? Vielleicht sogar lebensgefährlich. Dann wurde der Impfkritiker Hans Tolzin in einer Sendung präsentiert, eigentlich so ganz vernünftige Aussagen. Ja, also er sagt einmal so vernünftige Sache wie, Unis müssten völlig wirtschaftsfrei sein. Ja, aber das geht eben nur über die Wohlfühlstimme. Nur wenn Professoren daran gemessen werden, ob sie anstatt das Wohlbefinden der Konzerne zu verbessern, das Wohlbefinden und das Wohlfühlen aller Menschen, einschließlich der Milliardärskönige, verbessern, dann, nur dann werden die Universitäten das Richtige tun, ja? Und natürlich sozusagen müssten eigentlich, aber Universitäten sind längst pseudowissenschaftliche Dienstmägde der Großkonzerne und sind mittlerweile die größten Unwahrheitsverbreiter. Das sehen Sie doch schon in der Zahnarztwerbung. Der Zahnarzt macht Propaganda für einen Großkonzern. Ja, alles Pseudowissenschaft. Ne? Das ist alles in der Marktwirtschaft. Gibt es eben nur die Next Scientists for Future.de und im Moment bei der Corona-Krise die 120 kritischen Wissenschaftler und Ärzte, die vernünftig gedacht haben, ziemlich vernünftig, auch wenn sie natürlich nicht das ganze Ausmaß des Problems so erfassen, wie das nur die Next Scientists for Future.de können. So, ja, und dann sagt Tolzin natürlich ganz klar, ja, die Maßnahmen schwächen das Immunsystem, ne? Das ist ja sonnenklar, ne? Also bewirken genau das Gegenteil von dem, was behauptet wird, was es ja behaupten will. Es soll uns ja vor dem Virus schützen, aber wenn unser Immunsystem geschwächt wird, werden wir eher anfälliger für das Virus. Ja, und dann sagt er nochmal, ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Unsere Gesundheitsausgaben steigen und die Erkrankungen steigen mit. Also das heißt, je mehr Geld wir ausgeben, desto schlechter wird unsere Gesundheit und eben nicht besser, weil eben unser Gesundheitssystem ja nicht dazu da ist, sozusagen Krankheit zu beendigen. Das würde ja in der Marktwirtschaft das Ende der Verdienstmöglichkeiten bedeuten, sondern sozusagen es geht darum, Krankheiten gewinnbringend zu verwalten. Das ist Marktwirtschaft. Da geht es nie darum, ein Problem zu lösen, sondern ein Problem gewinnbringend möglichst lange auszudehnen. Ja? Dr. Med. Rüdiger Dahlke hat wieder mehrere Sendungen. Ja, ich höre ihn deswegen ganz gerne, weil er, wenn er seinen Spiro- und ESO-Quatsch nicht so in den Vordergrund tut und den Psycho-Quatsch nicht so in den Vordergrund tut, weil er dann durchaus mit seiner Lebenserfahrung sinnvolles Sachen sagt, ja. Und dann, ja, und er sagt, das Ganze mit Corona war ein Zahlenbetrug, ja. Ein Zahlenbetrug, das ist doch ein schönes Wort, das trifft es doch ganz gut, naja. Gefährlichkeitsüberschätzung, ne. Und dann soll es also jetzt sein, dass also
in Österreich wohl das Küssen verboten werden sein soll. Ja, das ist ja, das passt ja. Die Marktwirtschaft ist ja, die muss ja die Sexualität immer und immer wieder unterdrücken, damit die Leute kaufsüchtig werden. Glücksmangel, also wenn jetzt Küssen verboten wird, haben die Leute noch mehr Glücksmangel und dann, shoppen sie mehr und dann, ja, so kann man jetzt den Umsatz in den Geschäften wieder ankurbeln. Ne? Küssen verboten, Shoppen erlaubt. Ne? Konsumsucht, ne? Wieder fördern. Ja, dann sagt Dahlke, ja, die Antibiotika-Verschreibung bei den Tieren sollte man rundweg verbieten, weil da eine der Hauptursachen für die multiresistenten Keime in den Krankenhäusern sei. Dann spricht er vom Giftschmidt, das war der, der uns Glyphosat auf den Hals gehetzt hat und danach einen guten Job angeblich wohl irgendwie in der Wirtschaft bekommen hat. Na? So, und dann haben wir hier eine NDR-Sendung, auch da wurde wieder so ein staatliches Gesundheitssystem gefordert. Ja, aber liebe Leute, ja, also immer diese Verstaatlicher und so weiter, dieses linksradikale Gewerkschaftsunsinn und so weiter. Ja, was passiert denn, wenn der Arzt wenn ich sozusagen Marktwirtschaft ganz wegnehme und auch keine Wohlfühlstimme habe, sondern gar nichts habe. Das heißt, dann kriegt der, der in der Wahrheit ist, kriegt genauso viel Belohnungen, kann genauso viel Kinder und Enkel und Urenkel in die Welt setzen, wie der, der total im Irrtum ist. Und beide kriegen sie auch dann ihr Geld, wenn sie total faul sind und so wenig wie möglich machen. Also wenn sie gammeln. Ja, also ein staatliches Gesundheitssystem leidet am Ende mindestens unter Vergammlungserscheinungen. Außerdem ist damit nicht gesagt, dass die gewinnbringenden Irrtümer aussterben. Das ist nur durch die Wohlfühlstimme oder ähnliche Maßnahmen möglich. Ja, sie brauchen also schon einen Selektionsdruck Richtung Aussterben von gewinnbringenden Irrtümern und sie müssen auch noch ein bisschen Anreiz haben, dass die Leute nicht gammeln, sondern sich Mühe geben, ihre Gesundheit zu verbessern. Wollen sie wirklich, dass ihr Arzt, dass es ihm scheißegal ist, ob sie gesund werden? Im Moment ist es so, dass es ihm ganz wichtig, also dass er, der Arzt im Prinzip nur überleben kann, wenn sie möglichst lange krank bleiben. Das ist klar, das ist ja Marktwirtschaft von Dr. Markus Krall, von dem Chefideologen der Marktwirtschaft. Aber wollen Sie denn wirklich, dass Ihr Arzt sozusagen, dass es ihm völlig gleichgültig ist, was aus Ihnen wird, weil er sein Geld sowieso kriegt? Schluck Wasser. Also ich will das nicht. Ich will diesen gleichgültigen Arzt nicht, ne? Dann Daniele Ganser, das langweilt auch wieder, das ist immer gleiche, diese Friedensgeprediger, das sind diese sinnlosen, auch wieder sinnlosen Angriffe wieder auf die Milliardärskönige. Also hier wieder, so hier Daniele Ganser, wie würde er wohl sprechen mit unseren geliebten Milliardärskönigen, ja so, ja, lieber Milliardärskönig, also ich bin ja Friedensforscher und ich sag ja, Sie mit Ihren großen Aktien in der amerikanischen Rüstungsindustrie und so weiter, ja, Sie sollten nicht immer sich Politiker, Spendengelder an Politiker geben, die so richtig Kriegslüstern sind und so weiter. Und Sie sollten Ihre Einstellungen ändern und so weiter. Und am Ende will ich als Daniele Ganser, dass Sie keine Milliarden mehr verdienen, indem Sie einen Krieg, indem die USA einen Krieg, einen Staat nach dem anderen auf der Erde angreift, Saddam Hussein ermordet, Gaddafi ermordet, Libyen, Irak und so weiter, ja, und ein Land nach dem anderen platt macht und so. Ich will das nicht, Daniele Ganser. Ja, und dann fragt der Milliardärskönig freundlich, ja, und Herr Ganser, was haben Sie mir denn zu bieten? Haben Sie mir denn irgendwas zu bieten, dass ich, also wenn ich so viel Geld verlieren soll, weil es keine Kriege mehr geben soll und so weiter, ja,
was haben Sie mir denn zu bieten? Dann sagt der Herr Ganser, nee, tut mir leid, zu bieten habe ich Ihnen nichts, ich will Ihnen nur was wegnehmen. Ne? Was soll das? Ja, das ist sozusagen dieses ständige, dümmliche Meckern der Sklaven, immer wieder meckern, 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 meckern. Wir sind nun mal Sklaven, das sind die Herren, unsere Milliardärskönige sind die Herren und wir sind die Sklaven. Und das muss man einfach akzeptieren, wenn man in der Realität leben will. Wir haben keine Chance gegen die Milliardärskönige. Wir müssen mit ihnen das Problem lösen, ja? Und Ganser hat außer Wegnehmen auch wieder nichts anzubieten. Ne? Ja, nochmal Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie. Der gibt zu, dass die sich noch nicht mal einen Lobbyisten leisten können. Also das heißt, die Felbersche Gemeinwohlökonomie, die passt ja ganz gut in diese linksextremistische, verfassungsfeindliche Sektiererei. Der will ja auch die Leute in gewisser Weise enteignen. Er will ja die Verdienstmöglichkeiten limitieren und er will ja alles Mögliche, also alle möglichen sozusagen, er will auch wieder nur bei dem Milliardärskönig hier, ich will Felber zum Milliardärskönig, ja, ich will ihn auch einfach nur ganz viel wegnehmen. Ne? Und dann sagt der Milliardärskönig, ja, danke, dass Sie mir das vorgeschlagen haben, habe ich kein Interesse dran. Ne? Ja, und aber das zeigt, dass dieses linksradikale Sklavengeblubber, ja, dass das noch nicht mal ausreicht, auch nur sich mal einen Lobbyisten in Berlin leisten zu können, können die also, er sagt, da können die finanziell nicht. Also das heißt, kaum jemand spendet und kaum jemand unterstützt bei den nächsten Scientists for Future.de ist ja so, die würden gar keine Spenden annehmen, ja, weil sie müssen ja unabhängig bleiben und völlig marktwirtschaftlich interessenslos bleiben, ja. Aber bei den Linksextremisten reicht es noch nicht mal für ein paar Spenden für einen Lobbyisten. Ne? Naja, und ihr Konzept, das Konzept ist sowieso durch. Da wird ja von den Gemeinwohlökonomen, da wird ja dann gesagt, ja, ach ja, wir haben ja vor 5 Jahren hat man ja uns im Europäischen Parlament angehört und die Parteien sprechen ja auch manchmal mit uns, ja, aber die sprechen seit 5 Jahren mit der Gemeinwohlökonomie und haben eben auch alle erkannt, dass das so ein völlig unbrauchbares Konzept ist, ja, ein bürokratisches, hyperbürokratisches Monstrum von lauter tricksbaren und fälschbaren Zahlen und Daten, während sie die Wohlfühlstimme durch nichts tricksen können. Ja? Sie können nichts tricksen. Wenn jetzt jemand in die Nahrung Drogen reintun würde, würde die Arbeitsfähigkeit der Menschen abnehmen. Diese zusätzlichen Kennwerte würden dazu führen, dass man dann finanziell dafür bestraft wird. Also kann man also keine Drogen reintun. Man kann auch nicht, und wenn man hingeht, dass man die Wohlfühlstimmen kauft von Wählern und Bürgern oder Kunden kauft, dann kriegt man 15 Jahre Gefängnis, weil das als Mord gezählt wird. Denn wer seine Wohlfühlstimme verkauft oder wer eine Wohlfühlstimme kauft, führt ja dazu, dass die gesamte Gesellschaft falsch gelenkt wird und das ist gleichzubringen mit Mordversuch und das gibt 15 Jahre Gefängnis. Also wird das keiner tun. Ja? Welche Firma sollte das tun? Seine Kunden kaufen, deren Wohlfühlstimmen kaufen wollen, wenn es dafür 15 Jahre Gefängnis gibt. Ja? Das ist absurd, ja. Und dann nochmal Dr. Med. Rüdiger Dahlke, er sagt dann so Dinge wie das Gluten weglassen, ja, also ich sage immer so, alles Normalgetreide weglassen. Er sagt so, diese ungewöhnlichen Getreide, die sind nicht so schlimm, ja. Ich esse ja auch höchstens ein paar Haferflocken, die streue ich rein in meine Nüsse sozusagen, aber alles andere an Getreide lasse ich auch grundsätzlich weg. Also das würde ich sagen, er sagt, seitdem kann er besser denken. Also das würde ich also auch alles Normalgetreide, also alles Normalbrot, alles Normal Sonstiges und so weiter weglassen. Nudeln alles weglassen. Ne? Aber schaut euch die Sendungen der Next Scientist for Future.de daran zum gesunden Lebensstil an. Ne?
Ja, dann bei Thilo Jung ist natürlich diese Marxistin, Jung und Naiv, diese Marxistin zu Gast gewesen, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und ja, und soziale Marktwirtschaft, das sei eben nur ein Kosename für Kapitalismus. Da hat sie natürlich richtig recht. Ja, also spielt keine Rolle, ob sie es Kapitalismus, kapitalistische Marktwirtschaft, liberale Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, spielt alles keine Rolle. Es ist alles Marktwirtschaft und alles damit grottenschlecht. Nicht ganz so schlecht wie Stalinismus, aber grottenschlecht. Ne? So, dann sagt Dahlke, genauso wie der Tolzin, es fehlen von Studien, wo die Impfung gegen eine Placebo-Impfung in Doppelblindstudien gemessen wird. Das fehlt seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, ja, wahrscheinlich, weil die Ergebnisse vernichtend wären. Aber diese Studien, auch noch einmal, Studien sind das Schwierigste, was ein Mensch überhaupt tun kann auf der Erde, nämlich eine wasserdichte Studie durchzuführen. Studien sind so fehleranfällig, so bestechungsanfällig, so fälschungsanfällig, dass man die Finger, also Studien, also es ist fast unmöglich und das können nur die. Ja, höchstens die absoluten Genies der Menschheit, dass sie eine seriöse Studie durchführen. Das ist fast unmöglich, ja? Der normale Mensch und normale Wissenschaftler macht immer irgendwelche Fehler bei den Studien, ne? Da braucht es gar nicht den bewussten Wissenschaftsbetrug dazu, ne? Servus TV, das ist in Österreich sozusagen das, was die Bild-Zeitung begonnen hatte, so diesen Kurswechsel, warum auch immer. Ist bei in Österreich Servus TV und die Kronenzeitung, ja, das sind so Anfänge offener Diskussion, ja, und da wird eben auch darüber gesprochen, hier Schweden, ja, also dass wir hier, was wir hier hatten, war eine Hypochondrie und Hysterie, das ist schön ausgedrückt, ja, und man sollte das im Guinness-Buch der Rekorde einen neuen Eintrag machen, die größte Vernichtung an Menschheitsvermögen durch Hypochondrie und Hysterie. Ja, das könnte rekordverdächtig sein. Aber da kommt bestimmt noch Dickeres, solange wir die Marktwirtschaft nicht beenden, kommt das ja immer wieder. Der Schweinegrippeangriff war erfolglos. Diesmal ist der Coronavirus-Angriff der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie auf die Welt. Durchaus schon erfolgreicher, beim nächsten Mal werden die noch erfolgreicher sein. Ne? Warum? Ja. Ja, und Schweden, wie gesagt, ich denke, die sind völlig durch, haben alles richtig gemacht und wir müssen jetzt raus aus dem Lockdown und müssen Schweden nachahmen, müssen einfach alles zulassen, müssen unsere Risikogruppen schützen sozusagen, wobei, wie gesagt, man kann die nicht vor dem Sterben schützen, es sei denn, man würde jetzt die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientist for Future.de schlagartig sofort einführen. Man sieht ja, wie schnell alles geht, wenn man will, gell? Alle Maßnahmen, alles geht blitzschnell, wenn man es will. Man könnte auch die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege in einem Monat aus dem Boden stampfen. Und dann hätten wir plötzlich, würden sich alle um diese Risikogruppen kümmern, dass die aus ihrer sozusagen Multimorbidität rauskommen und kerngesund werden. Das geht nämlich mit gesunder Ernährung, gesundem Sport, gesundem Lebensstil, sauberem Wasser, sauberer Luft, sauberer Nahrung, sauberer Medizin, ja. Und damit geht das, ja. Ja, mit artgerechter Ernährung und artgerechtem Lebensstil geht das, ne? Es ist quasi so, wir Menschen werden durch die Marktwirtschaft im Zoo gehalten, ja, wie ein Tier, das wir ständig füttern mit all dem, was genau das Gegenteil seiner natürlichen Nahrung ist. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass das Tier verreckt, ne? Bevor es 127 Jahre alt wird, ne?
Ja, so viel zur heutigen mittaglichen Ausgabe unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bis später, liebe Leute. Tschüssi.